Moin Moin und herzlich willkommen zu 7 Days to Die Folge 36. Jo, soweit sind wir schon. Und wir brauchen Eisen. Brauchen wir. Ja, 18 Uhr. Es wird schon wieder Abend. Es ist zwar noch nicht die Blutmondnacht, die kommt, aber... Das dauert auch nicht mehr lange. Und drum werden wir noch ein bisschen Holz und noch ein bisschen Eisen besorgen. Damit wir da noch ein bisschen was an unserer Hausbefestigung machen können. Ja, haben wir in der letzten Folge ja auch munter rumgehackt. Aber es nützt ja nichts. Wir brauchen halt Material. Ohne Ende. Und hier gibt es genug Material. Da wollen wir noch ein bisschen was einsammeln, bevor es dunkel wird. Und dann können wir noch in Ruhe in der Nacht dann die... Jo, ein bisschen aufräumen, uns ein bisschen sortieren. Vielleicht noch die Eisenregale im Häuschen unten weghauen. Damit wir damit die Spitzen verstärken können. Ja, und viel mehr... kriegen wir, glaube ich, jetzt vor der Hordennacht auch nicht mal gebacken, vor der Blutmondnacht. Vielleicht können wir noch den Aufgang machen, den wir machen wollten, damit wir unten die Tür zumachen können. Müssen wir mal schauen. Ist ja eh die Frage, wie weit wir kommen. Noch. Denn die Alpha 17 steht ja vor der Tür. Wir haben jetzt Mitte August fast. Und ja, eigentlich rechnen wir da täglich mit. Was auch immer bedeuten könnte, dass ja diese Folge oder auch in einer der nächsten Folgen man sagen muss, das war die letzte dieser Staffel. Weil das Spiel wird ja, glaube ich, automatisch abgedatet. Ich weiß nicht, ich muss noch mal gucken, ob ich das auf automatisch stehen habe oder ob ich das manuell stelle. Damit man dann wenigstens hier nochmal einen Abschluss machen kann. Denn es wird sonst ja automatisch auch Alpha 17 abgegradet und dann jo, fangen wir schlagartig neu an. Mit einem neuen Spielstand. Aber okay, wir werden sehen. Wie sich das entwickelt. Kann also gut sein, dass es hier noch eine kleine Ewigkeit dauert, bis sich da mal was tut. Kann aber auch schon morgen passieren. Lass uns mal überraschen. Ist ja doch ein bisschen mau, was man hier an Eisen so rauskriegt, ne? Ja, kaum haben wir das Hungerproblem gelöst, haben wir wieder ein Rohstoffproblem. Wenn wir das gelöst haben, haben wir wahrscheinlich wieder ein Hungerproblem. Und ich glaube, wir werden uns an diese Problemchen zurücksehen. Denn nach allem, was ich so gehört habe. Und wenn ich das richtig aus dem Englischen übersetzt habe, was ich da so gelesen habe, wird also die Alpha 17 schon eine ganz andere Herausforderung. Um nicht zu sagen, ein ganz anderes Spiel. Naja, natürlich ist alles noch mit Zombies und das bleibt natürlich alles gleich. Aber was das Spielverhalten betrifft, was die KI betrifft und entsprechend, wie man sein eigenes Spielverhalten dann abpassen muss. Wir werden es sehen. Und wir sind gespannt. Und da oben, links in der Ecke. Ups. Sieht man eine kleine Horde kommen. Moin! Komme ich eigentlich hoch?
Krieg nicht hin, krieg nicht hin, krieg nicht hin. Da. Endlich wieder mal ein Level up. Na. Sag mal, was ist hier denn los? Von allen Seiten. Ist ja wohl nicht wahr. Ja, so eine kleine Zombie-Horde am Abend ist doch erquickend und labend. Habt ihr mir denn auch was Schönes mitgebracht? Ich fürchte ja mal wieder nicht. Fängt schon gut an. Mit einem Zappel noch einer rum. 20.12 Uhr. Lass mal erstmal hier eben. Aber zu spachteln. Jetzt kommen sie alle an und haben Futterdosen dabei. Ist ja nicht wahr. Ne? Wenn jeder hat eine. Ist nicht zu fassen, ne? Wenn du am Verhungern bist, dann haben sie nichts dabei. Und wenn du da 18 Fleisch oder was oben in der Kombüse liegen hast, dann auf einmal bringen sie alle noch was mit. Mann, ey. So, ist aus. Haben wir sie alle erwischt? Denke ich mal. Da ist einer. Ja, das hätte ich mir auch sparen können. Eisen, naja, Übersicht nicht. Ja, komm, den nehmen wir noch mit. Ja, wo haben wir stehen geblieben? Ja, Alpha 17. Kann jeden Moment auftauchen. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich hoffe also, dass ich das so hinkriege, dass ich hier wenigstens noch bei dieser, dass ich diese Staffel noch abschließen kann. Und wir dann frisch mit einer 17er anfangen, Aber ich denke mal, dass wir wohl den kriegen. Hallo, Herr Farmer. Tschüss, Herr Farmer. Cowboy. Oh. Ja, guck, das hat sich doch wieder gelohnt. Ne, was ein richtiger amerikanischer Cowboy ist, der hat auch immer Munition dabei. So, wie sieht das holztechnisch aus? Da kann noch ein bisschen was kommen. Da können wir noch ein bisschen was gebrauchen. So, dann können wir heute Nacht nämlich ein bisschen. Guck mal da. Vielleicht noch ein bisschen aufräumen und was basteln. Wir haben ja auch noch die Eisenregale in der Hütte. Und dann haben wir morgen genug Material, also nach der Nacht. Und die Spitzen. Spitzen abzudehnen oder aufzuwerten. Ja, dann wollen wir mal gucken, ne? Ob wir die nächste Horde noch, ob wir die nächste Blutnot-Horde noch erleben, also in dieser Staffel. Ah, ich glaube fast schon.
Aber man weiß es nicht. Ich glaube, den hauen wir noch weg hier. Dass sie auch ein bisschen die Sicht um die Hütte rum ein bisschen freier kriegen. Ah, schaffen wir ja noch. Halbe Stündchen noch. Dann wird es wieder dunkel. Und die andere Axt eigentlich nicht dabei. Doch. Dämlich. So, geht das doch viel besser. Dann nehmen wir den auch noch mit. So, lebensmüde wie wir sind, pflanzen wir die noch schnell wieder an. Jetzt nach Hause. Tschüssikowski. Aber auf die Sekunde. Wenn nicht, da kommt schon wieder eine Horde. Aua. Naja, da rennt noch einfach der Tussi rum. Lass stecken. So. Können wir hier ein bisschen was loswerden? Moment, erstmal da. Dum di dum di dum di dum. Das. Das können wir mal zerlegen. Das, die können wir auch mal zerlegen. Dir das an, ne? Jede Menge Futterkrams. Ich glaub's ja nicht. So, da noch das. Da kommt das rein. Direkt im Trinken. So, oh ja, wir wollten. Ja, genau. Wo haben wir Leder? Da. Bitte, 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 bitte. Braunes Hemd. Ah ja. Auch nicht wirklich. So, mal gucken, dann reparieren wir da mal. Aha, da brauchen wir Stoff für. Okay, okay, okay. Habe ich hier nämlich. Oh. Ist schon. Geht über meine Fähigkeiten hinaus. Schade eigentlich. Dann können wir ja dann einen von vertickern. Ist klar. So. Genau, wir können uns mal eine neue Spitzhacke machen. Also nee, die können wir noch mal reparieren.
Das ist sparsamer. Ihr könnt mich nicht erschrecken. Ich bin unbesiegbar. Was mache ich denn hier? Ein bisschen DBP auch. Den wollte ich haben. So, haben wir hier noch irgendwas für Jagdgewehr? Freispitzen. Da können wir gleich noch die restlichen verballern. Dann können wir da noch ein bisschen was machen. So. Das ist alles Schrotflinte, ne? Ja, genau. Okay. Gut, da machen wir hier mal Pfeile raus. Und dann bauen wir die beiden mal auseinander. Glaubt, die sind da unten wieder am Randalieren. Denke mal, das ist ja so eine Schreier-Tussi. Die mag das nämlich gar nicht, wenn hier die Forge brennt. Da wird die sofort grillig. Aber das ist mir jetzt egal. Siehst du wohl. Gut. Man kann doch auch hier Schwarzpulver drin machen, oder wie war das? Nee, das muss man in der Werkbank machen. Oder kann man das auch so machen? Ja, klar. 100. So, machen wir nochmal. So. Kohle wieder weg. Dann dauert das 8 Minuten. Ja, nice. Haben wir schon wieder Besuch? Wo ist er denn? Da krabbelt einer. Ist sie da oder was? Ja, toll. Das ist ein Nachtsichtgerät, ist das? Das war mit Fernrohr der Nachtsicht. Der Nachtsichteffekt weg. Habe ich so, oder was? Das war sie wohl, ne? Das ist ja doof, ne? Ja, das zum Thema Schreierzombie. Dümpeln auch schnell welche rum. Na gut. Lass gut sein. Jo, wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Da machen wir das mal so lange wieder aus. Das brechen wir dann so lange auch mal ab. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wahrscheinlich. Und vielen Dank fürs Zuschauen
Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.